Wo sind die jetzt? Wir könnten höchstens mal Rauchbomben einsetzen. Geht's da weiter nach oben? Nein, da geht's auch nicht hoch. Können wir schnell was herstellen? Ja, ein Molotow. So. Müssen wir echt aufpassen. Ich habe leider auch keinen Ziegelstein jetzt oder so. Ich habe verpasst, einen mitzunehmen. So, und schauen wir nochmal hier. Da sind sie nicht. Gehen wir hier rum. Okay. Vielleicht geht er jetzt auch hier. Sieht mich jetzt einer. Der sieht mich jetzt definitiv. Komm her. Oh, Scheiße. Oh Mann, der nervt aber auch, du. Hast du gut gemacht, Ellie. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Ups. Ja, war aber mal ganz amüsant hier. Ganz gechillt. Töten, überleben. Töten, töten, töten. Trotzdem, immer aufpassen auf diese Fallen. Die könnten unsere letzten sein. Ja, ihr seht es, wir hätten auch da lang laufen können, also uns da lang schleichen können, anstatt jetzt hier oben durchzugehen. Ich habe aber lieber die Variante nach oben gehen genommen, ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht, falls uns doch jemand erwischt hätte, dann hätten die da oben uns ziemlich genervt. Ich finde das so, ist das schon in Ordnung. Wobei man bestimmt hätte auch gänzlich durchschleichen können. Aber da, wo die überall stehen, ich weiß ja nicht. Da möchte man ja schon so gut es geht durchkommen. Ist da noch was? Scheint nicht so zu sein. Aber wie die hier wirklich alles eingekesselt haben. Das war wirklich eingesperrt. Also alleine, ich weiß nicht, ob man da eine Chance hätte. In Wirklichkeit. Hier ist der, ja, der Panzer von denen. Mann. Obwohl, das ist, glaube ich, ein anderer, das war wohl das oder? Ende dieser Zone. Andere war ja ein Fahrzeug. Tod für Freiheit. Oh. Dreckschweine, die. Ah, überall. Hier wurden sie wahrscheinlich exekutiert oder einfach nur die Leichen hingeschleppt. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denkt nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Ja. Das kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Ich bin auch nicht so der Typ, der überhaupt nicht darüber nachdenken tut. Truck-Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen. Oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch.
In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Also Humvee, wahrscheinlich so eine Art Hummer mit, weiß ich nicht. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Ups. Ja, mit uns anlegt, das war's. Ach, dieses Ding, sowas wie ein Truck mit einem MG da oben drauf oder sowas wahrscheinlich. Ich verstehe aber auch nicht, warum man wirklich immer alles dann töten muss, anstatt selber einfach nur so zu überleben. Und erst, wenn es wirklich hart auf hart kommt, angreift, aber naja. Das sind halt andere. Oh, dafür bräuchte ich mal Munition. So, müssen wir mal schauen. Können wir die Waffe auch noch aufladen? Ja, können wir. Können wir noch was mitnehmen? Ups. Ja. Ja, voll. Können wir vielleicht noch was herstellen? Muss da echt immer drauf achten. Nagelbomben. Nagelbomben hätte ich auch mal einsetzen können. Mann. Auch spaßig bestimmt. Alles voll bis jetzt. Oh. Jetzt hat wieder mein Joystick klack, 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 klack gemacht. Also, man schüttelt so gesehen die Taschenlampe, damit sie dann wieder Licht erzeugt. Na bitte. Oh. Können wir ruhig mal benutzen. Oh, guckt euch das mal an hier. Ist ja ein Paradies für mich. Drücke und drücke und drücke. So, jetzt können wir aber nochmal gucken. Nochmal Messer her. Rauchbombe. Klasse. Ansonsten hätten wir alles mit. Ja. Alles klar. Das können wir auch noch mitnehmen. Das jetzt auch noch. Und jetzt können wir aber weitergehen. Das ist ja voll. Hier sind auch keine Schubladen mehr. Hey, hilf mir hoch! Ellie wartet da ja noch. Aber natürlich. Warte mal, ich möchte noch ganz kurz schauen. Noch ein Sekündchen, Ellie. Da ist auch noch einer von denen, die kaputt sind. Ich weiß, wir wollen weiter. Und näher heißt es, Sippo, du hast wieder 1 Trillion Sachen vergessen. Habe ich sowieso, aber ich möchte das Ganze ein bisschen minimieren. So. Hey, hilf mir hoch. Ja, klar. Jetzt komme ich auch. Komm her. Okay. Na, geht doch. Wir sind fast da. Ja, aber nur fast. Aber wirklich nur fast. Ist hier noch irgendwo eine Überraschung? Da kommt bestimmt gleich eine Überraschung, Leute. Wenn wir hier runtergehen, bestimmt. Weiß ich was, entweder Infizierte, wieder irgendwelche Hunter oder sonst was.
Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Ja, heftig. Abgeriegelt. Militärvorbereitungsschule. Ja, komm, dann reden wir mal eine Runde darüber. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los! Ja, heftig. Die werden halt dazu erzogen, zu überleben. Und dazu zählt dann auch wahrscheinlich, die anderen zu töten. Da sie das eigene Überleben gefährden können. Schon krass, ohne Emotion. Da ist wieder unser Lieblingsfilm, Dawn of Wolf. Part 2. Also der zweite Teil. Ups, was ist das denn? Kleinigkeiten lassen sich ja auch mal wieder in Müll auffinden. So, das Auto. Können wir das öffnen? Nein, das können wir nicht öffnen. Hier vielleicht was. So. Ja, dann wollen wir weiter. Gehen wir durch die Gasse. Ellie läuft schon wieder 1 Million Meter weiter vor. Der verdammte Truck. Oh. Schon gut. Oh, bleib nur in Deckung. Was geht hier ab? Weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Ja, die war. Oh Mann, ich habe nur noch eine Kugel dafür, Leute. Für das Gewehr. Ja, scheiße. Deswegen lasse ich das lieber und nehme lieber doch die Schrot raus. Dann mache ich halt einen Nahangriff. Okay, sie laufen dann nur auf und ab. Wo war das denn? Hinter der Mauer oder was? Yes. Oh. Da könnte ich auch theoretisch gesehen durch. Aber ich mach mal lieber hier. Geh mal lieber hier lang. Ui. Ich dachte schon, der hätte uns jetzt bemerkt. Das sind sogar drei. Ist wohl doch nicht so easy peasy. Okay, die anderen sind dort. Wahrscheinlich durchwühlen die hier ein bisschen was. Um noch was abzugreifen. Oh, scheiße, Leute. Hey! Ich hab was gehört! Halt die
Ich weiß, dass es ziemlich blöd ist. Okay. Dann mal. Verdammt! Komm her, du. Gib mir Deckung! So. Der eine, der müsste hier irgendwo noch rumlungern. Weiß aber nicht genau wo. Entweder hier vorne oder hier im Gebäude, Leute. Der müsste irgendwo da hinten sein. Oder der ist ins Auto gegangen. Das wäre natürlich jetzt die Vollkatastrophe. Wenn einer von denen im Auto jetzt wäre. Ist hier noch was? Ach ja. Da müssen wir echt schon aufpassen, weil wenn der jetzt natürlich auf uns kommt. Das bewegt sich auch. Was für eine Kiste auf uns! Dein Arzt ist Schützturm! Bleib unten! Wahrscheinlich sollte ich abhauen, Leute. Das Ding hat nichts Gutes mit uns vor. Ich weiß ja auch nicht, wo lang. Die andere Seite rennen? Wahrscheinlich. Oh, Scheiße. Jetzt aber. Oh, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer, Leute. Da ist auch noch einer. Ist hier noch was? Ja. Munition? Ja, ich muss jetzt ein bisschen ruhiger bleiben. Nicht so viel rumschnattern. Und sind wir schneller tot, als uns lieb ist. Das kann ich nicht riskieren, Leute. So. Jetzt ist er zumindest auf der anderen Seite, aber könnte er noch weiter? Das ist die Frage. Ellie, kommst du? Gut. Das ist ja nicht. Oh. Scheiße. Einmal nicht hingeguckt und dann kommt diese Matschbirne. Arschloch. Meine Güte, stirb einfach. Ja, du bist auch tot, mein Freund. Er ist hier drüben. Falschen Knopf. Ist schon da. Mal vorsichtig sein. Kommt sie? Ja. Lieber wieder unsere Schrot. Gar nicht, ob wir überhaupt hier lang sollen. Aber ich mach's jetzt einfach. Anderen Weg kenne ich nicht.
Ellie, los, Deckung! Ja. So. Los, herstellen. Vielleicht sollen wir den auch zerstören. Kann ich natürlich nicht sagen. Scheint nichts mehr zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber. Über diese Feuerleiter. Wo ist der Wagen? Der steht da. Der wird uns direkt anballern, wenn wir hier rauskommen. Deswegen müssen wir auch schnell sein, Leute. Okay. Der hat uns nicht bemerkt. Ich glaube zumindest. Hinterm Bett verstecken. So. Ja, Ellie, komm. Geh mal kurz zur Seite, Kleine. Ich will gucken, ob hier noch was Brauchbares für uns ist. Alles schön abklappern. Ups. Okay, soweit, so gut. Kühlschrank können wir nicht öffnen. Schauen wir mal nach, wo der sich jetzt befindet. Ich kann es nicht sehen. Bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt hier runter zu gehen wahrscheinlich. Oder hier an der Seite. Komm jetzt. Ist okay. Hoffentlich überleben wir das. Scheiße. Ist auch gut so. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Ja, Leute. Und anscheinend haben wir wieder neue Bekanntschaften gemacht,
die wir auch wirklich sehr gut gebrauchen können. Die werden wir aber erst das nächste Mal in ihr Versteck folgen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder bei The Last of Us Remastered, wenn wir uns mit Huntern, mit Infizierten und Schieß mich tot anlegen. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.